Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Torfina und in diesem Video erzähle ich nochmal ein bisschen was, spreche nochmal ein Thema an. Ich habe im letzten Video schon angesprochen, ich muss mal kurz die Kamera ein bisschen justieren. So. Ich habe im letzten Video ja Krankenkasse und Ärzte nochmal angesprochen und einen Glückskeks habe ich hier noch gemacht. Die Packung habe ich hier immer noch stehen, die Glückskeks habe ich im letzten Video auch noch geöffnet und ja. In diesem Video möchte ich mit euch mal über ein Thema sprechen, was irgendwie immer noch so ein bisschen hier als Tabuthema gilt und ich es partout nicht verstehe. Vorab, ich bin weder schwul kann ich sein, dann müsste ich ein Kerl sein. Schwul bin ich nicht, definitiv nein. Und lesbisch bin ich auch nicht, ich bin auch nicht transsexuell oder. Ich bin ein Hetero-Mädel, ne? Ich bin hetero, ich stehe nur auf Männer. Und genau. Es sind ja diese, verzeiht mir, wenn ich den Namen falsch ausspreche, diese Pride-Wochen oder wie die heißen, diese hier, diese, ne, ihr wisst schon, ich schreibe das mal kurz hier unten rein, hier, Moment, genau, diese Woche meine ich, und dass viele immer noch so abgeneigt gegen, ja, gegen sexuell anders Orientierte sind, ich verstehe es nicht. Was ist das Problem bitte daran? Also mich stört es nicht. Das Einzige, was mich stören würde, wäre, wenn jetzt da jemand ist, der irgendwie homosexuell ist oder was auch immer und der mir das dann oft immer sagt, ich bin ja schwul oder ich bin homosexuell, dann würde man mir auf den Keks gehen. Aber mir reicht es, wenn man einmal sagt, ich bin homosexuell oder ich bin bisexuell oder was auch immer, dann sage ich, okay, ist in Ordnung, fertig. Was ist denn los? Ne? Und nicht dieses Anfeinden und manche sagen ja wirklich, nur weil man lesbisch, schwul oder irgendwas anderes ist, da ist der Dämon in dir, du musst einen Exorzismus bekommen und alles. Solche Leute gibt es wirklich auch, das ist kein Scheiß. Und ich denke mir so, ja, nur weil jemand anders sexuell orientiert ist, hat er gleich irgendwas in sich. Ein Dämon schon mal gar nicht, Dämonen sind nicht böse, ne? Aber allein die Aussage, da denke ich mir so, oh. Mein Kopf tut weh. könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Thema so seht, was ihr davon haltet. Also leben und leben lassen. Ne? Und ich habe kein Problem mit Homosexuellen oder anders sexuell Orientierten. Wie gesagt, man muss mir jetzt nicht jedes Mal sagen oder alle 5, 10, 20 Minuten sagen, was der für eine sexuelle Richtung hat da. Na, dann würde man mir vielleicht auf den Sack gehen irgendwann. Aber sonst habe ich damit überhaupt kein Problem. Zum Beispiel der Sänger Boy George, der ist ja auch schwul. Das ist so ein Sänger aus den 80ern. Na, in den war ich auch schon mal ein bisschen verknallt, sage ich ganz offen und ehrlich. Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass der homosexuell ist. Ja. Ach ja. Da war ich noch ein bisschen jünger, ne? Da habe ich noch nicht so richtig, genau, ich habe einfach nur ihn gesehen auf dem Cover, habe gesagt, oh, der sieht aber geil aus, der Boy George, aber ich habe vorher noch nicht gelesen oder irgendwas, habe erstmal die Musik gehört und später habe ich dann gelesen, ach, der ist ja homosexuell, ja, schade. Naja. Genau. Ja, das ist, ich verstehe es nicht, warum man dann die Leute anfeinden muss. Es werden sogar Leute getötet in einigen Ländern. Das ist kein Scheiß. Es gibt Länder, ich glaube in Brasilien ist das glaube ich noch so und ich weiß nicht, glaube ich arabische Länder. Wenn ich was Falsches sage, könnt ihr mich gerne berichtigen, aber es gibt auf jeden Fall Länder, da werden Homosexuelle oder sexuell anders Orientierte, sage ich jetzt mal, werden verfolgt und die werden zum Tode verurteilt, nur weil die halt Männer lieben, dass ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau eine Frau. Man erkennt an meinem Schweigen, ich krieg da nicht den Kopf rein. Warum? Die tun doch niemandem damit weh. Also, ich verstehe das nicht so ganz. Also, mir ist das echt egal, was jemand ist. Schwul, lesbisch, transsexuell. Olivia Jones zum Beispiel. Ne, das ist ja auch eigentlich ein Mann, der sich aber immer wie eine Frau kleidet. Das geht natürlich auch umgekehrt. Es gibt natürlich auch Frauen, die sich wie ein Mann kleiden. Na, das gibt es natürlich auch.
Ich habe damit kein Problem. Olivia Jones finde ich sogar cool. Würde ich gerne mal treffen. Ich finde den Herren echt cool. Oder die. Da habe ich ein bisschen Probleme. Wie willst du jetzt einen Trans-Mensch ansprechen? Die oder er? Das ist mein kleines Problem. Es ist aber nicht böse gemeint, ne? Genau. Aber ich denke mal, sie es. Da fängt schon an. Wie spreche ich ihn jetzt an? Möchte, glaube ich, eher mit sie angesprochen werden. Also als Olivia angesprochen werden, als wie als Oliver. Im bürgerlichen Namen heißt er ja Oliver, ne? Olivia Jones. Und ja. Ich finde das immer cool. Die sieht immer so bunt aus, so mit den Haaren. Find ich irgendwie cool. Ne? Genau. Ja, das ist was. Das ist was. Nee, aber dass solche Leute wirklich in verschiedenen Ländern noch gejagt werden und gefoltert werden und was auch immer mit denen gemacht wird. Warum? Warum? Warum verdammt nochmal? Warum? Lass die Leute doch ihre Sexualität ausleben. Ist doch egal in welche Richtung. Es tut doch keinem weh. Also, mich stört das nicht, wenn jetzt neben mir ein schwules Pärchen ist und die knutschen sich. Da habe ich kein Problem mit. Habe ich kein Problem mit. Ernsthaft. Das ist was. Genau. Wie gesagt, ihr könnt gerne auch mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das Thema, was ihr über das Thema denkt oder wie ihr das seht. Es gibt leider auch, ja, ich werde das Wort nicht aussprechen, vielleicht werde ich es hier unten kurz einblenden. Es gibt Leute, die zu solchen Menschen, die halt anders sexuell orientiert sind, die sagen zum Beispiel, ne, oder halt sowas hier, ne? Genau. Und das muss ja nicht sein. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie respektlos, sehr respektlos. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Und ich bin ein sehr toleranter Mensch. Wie gesagt, solange man mir nicht permanent damit auf den Zeiger geht, ich bin ja das und das und ich mache dies und das und ich so, ne, habe ich damit gar kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Genau. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr über das Thema denkt oder wie ihr das so findet oder wie ihr das seht. Bleibt nett und freundlich, ne? Das ist die Regel. Sonst darf man wirklich reinschreiben, was man möchte, nur halt nett und freundlich bleiben. Und ich denke mal, ja, das wäre es eigentlich auch erstmal mit dem Video. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Eure Tofina.